Es ist Pong. Windows. Es ist Pong. Man steuert also seinen Schläger hier am Rand und muss den Ball wieder zurückschießen. So weit, so gut. Die Besonderheit besteht darin, dass wenn der Ball nicht getroffen wird und er auf eins dieser drei Symbole hier hinten trifft, Hitze, Strom und Peitsche, wird der entsprechende Schmerz auf die Hand hier ausgeübt. Und Verlierer ist derjenige, nicht der am meisten Bälle sozusagen durchlässt, sondern der als erster seine Hand hier hat. Na, und jetzt geht das Spiel los. Es geht langsam los. Wo bin ich? Ach, ich bin da. Es geht langsam los. Der Stromschlag ist eigentlich auch das harmloseste. Er hat allerdings, es ist der Schreck beim ersten Mal, den man bekommt. Wenn man den einmal runterschluckt, ist der Strom eigentlich das harmloseste. Ah! Eieiei! Oh! Das ist jetzt die Hitze. Muss es so sein, dass meine Hand verbrannt riecht? Das muss so sein, ja. Das ist schon heftig, gell? Ja, ist schon was anderes. Autsch! Boah, alles, oder? Oh. Na, was ist das? Gedrehter Bildschirm. Au, 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 au. Was ist die maximale Spieldauer? Ah! Oh, da. Ja, also, oh, jetzt werde ich auch noch geblendet. Aber Sozialdemokrat und Lautern-Fan ist noch. Oh, Sieg! Nee. Guck mal deine Hand doch an. Guck, you win. Ich hab's gar nicht. Oh. Aber ich habe keinen aufgehört. Ja, aber da stand, dass ich gewonnen habe. Also, bist du vielleicht hochgehoben oder sowas? Kann das sein? Oder mal gucken. Oh, ja. Wenn Sie Painstation in die Google-Bildersuche eingeben, tausende, hunderttausende von Bildern diese Handwerken, als Beweis, ich habe sie gespielt.